Mahlzeit miteinander. Ich war ja vor kurzem Urlaub und habe da ein bisschen im Supermarkt ja, mein Unwesen getrieben. Habe da eine Dose gefunden und dachte zuerst, das ist irgendwie Energy Drink oder Limonade. Aber das ist ein Bier. So schaut die Dose aus. Relativ schlicht gestaltet. Gefällt mir ganz gut mit dem Schwarz und dem Grün. Das Bier heißt Castello. Wenig mir nicht ihr. Bedeutet das irgendwas mit Schloss? Ist auf jeden Fall ein Schloss abgebildet. Und wir haben hier eine Brauerei, die ist relativ jung, von 1997. Also, ja, das ist was, das gibt es noch nicht so lang. Leider ist diese ganze Dose auf Italienisch. Deswegen kann ich überhaupt nicht sagen, wo genau das Bier herkommt, was da genau drin ist. Also, ich kann bloß mutmaßen. Also, drauf steht dort auf jeden Fall San Giorgio di Nogaro, wo auch immer das ist. Wir haben hier ein Bier mit 4,8% in einer 0,33er Dosen. Und genau, ja, Marke ist wahrscheinlich Castello und das Bier heißt La Decisa. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Oben gibt es vielleicht nur einen Anhaltspunkt, da steht irgendwas mit Malto. Ich kann mir vorstellen, dass das Malz heißt. Aber jetzt reden wir gar nicht lang rum. Gehen wir rein in die ganze Sache. Schauen wir mal, wie es schmeckt. Riecht einmal noch gar nichts. Ah, okay. Gut. Erinnert mich also ein bisschen an ein Craft-Bier. Gut, okay. Da haben wir jetzt schon mal ein bisschen mehr Schaumentwicklung, als wir beim letzten italienischen Bier, das ich jetzt gehabt habe. Ist auch etwas heller. Ja, so eine schöne hellgelbe Farbe. Ja, schön durchsichtig. Ja, ganz ordentlicher Kohlensäuregehalt, wo ich sagen muss, da geht mit Sicherheit noch mehr. So, ich habe schon gesagt, erinnert mich ein bisschen an ein Craft-Bier. Jetzt nehme ich nochmal einen großen Schluck und dann kann ich, glaube ich, mehr dazu sagen. Ja, es ist auf jeden Fall so, wie es draufsteht, malzig. Also, das glaube ich, da habe ich ganz, ganz recht gehabt. Malto wird irgendwas mit Malz bedeuten. Genau, also, es ist ein sehr, sehr malziger Geschmack. Da haben wir es aber auch wieder so, also der Kohlensäuregehalt ist mir persönlich ein bisschen zu wenig, habe mir ein bisschen mehr erhofft. Ich glaube, dadurch wird es vielleicht dann ein bisschen süffiger, ein bisschen besser zum Abitrinken, obwohl es jetzt schon relativ kalt ist. Und ich muss auch sagen, es schmeckt ein bisschen wasserig. Also da fehlt mir einfach so eine besondere Note, das reicht noch nicht ganz aus. Ja, ich darf jetzt, wenn ich es weiß, nicht nochmal kaufen. Also das ist klar. Bei uns gibt es es sowieso nicht, von daher wahrscheinlich habe ich es bis zum nächsten Mal, bis ich da unten bin, eh schon wieder vergessen. Nichtsdestotrotz lasse ich das jetzt natürlich nicht verkommen. Lass es mir schmecken. Sag Prost und bis zum nächsten Mal.